Hey, hallo Freunde. Ja, ziemlich dunkel heute Abend. Ich bin noch ein bisschen draußen unterwegs. So, jetzt ein bisschen heller. Und habe jede Menge Lampenzeug dabei, um gerade hier noch ein bisschen im Dunkeln anzuschauen. Unter anderem hier gleich mal als erstes so eine komische Rundum-Notfallleuchte. Die gibt es im Baumarkt. Und die hat zig unterschiedliche Funktionen. Unten hat sie zwei Knopfzellen drin und so ein Magnet. Kann man prima ans Auto pinnen, wenn man irgendwo einen Unfall oder sonst was hat. Oder sonst irgendwie eine Gefahrenstelle. Und hat hier so einen Anschalter und mit dem kann man, glaube ich, durch wie viele Modi zappen. So, wir schauen mal, ob wir das jetzt hier mal ein bisschen im Dunkeln angefangen kriegen. So, wir schalten es mal an. Moment. So, dann haben wir erstmal so eine Rundumleuchte. Leider sind hier schon ein paar LEDs kaputt. Die war leider nicht ganz, als ich sie gekriegt habe. Ne? Beim Unfall, zack, aufs Autodach und man wird schon mal weit gesehen. Oder andere Funktionen. Ne? Auch nicht schlecht, so ein rotes Blinkdingens. Ne, Beacon. Ne, sowas, worauf sich aufmerksam macht. Die tollsten Muster. SOS haben wir noch. Schwaches Licht, helles Licht. Hier auf einer Seite haben wir jetzt sozusagen ein bisschen Taschenlampe-Funktion. Oder mit zwei. Oder oben und wieder aus. Ja, das ist das Teil hier. Notfalllampe. So, die bleibt im Auto und wir schauen mal kurz weiter. Was habe ich hier noch? Boah, es ist immer, wenn ich mir draußen die Taschenlampe angucken will, hat es Nebel. Ich habe hier mal die Manka E14 dabei und habe sie schon auf stärkste Stufe gestellt, denn wie wir gelernt haben, einschalten und sie ist im schwachen Modus. Kann man eben durch einen langen Tab gleich in den Turbo kommen. Aber wir haben natürlich hier wieder, naja, super Nebel. Sieht man jetzt leider nicht wirklich großartige Reichweite, ne? Sondern wahrscheinlich nur hier die Nebelreflexion. Ja, Manker E14. Low, Mittel, High. Ja, ist jetzt nicht so hervorragend zum Ausleuchten. Ne? Hat ja natürlich ein bisschen Nebel. Okay, machen wir mal die Manka weg. Ich habe noch die V7s Click dabei, Quark, mit zweimal Doppel-A. Schwacher Modus. Nee, geht jetzt nicht mehr, weil die, schon gedacht, die Batterien zu schwach. Boah, die hat ganz ordentlich. Wenn man überlegt, da sieht man wieder mal das, was die Theorie und auf dem Papier und in Verbindung mit irgendeinem anderen Reflektor. Hier haben wir eine XML2 und das Ding macht nur 336 Lumen, glaube ich. Und diese Ausleuchtung ist ja jetzt mal wesentlich besser als zum Vergleich die Manka mit 1400 und 4 LEDs. Ne? Moment. Dann wollen wir gerade nochmal schauen. Na, wo ist denn die ganzen Taschen voll hier? Schwacher Modus, Turbo. Ja, kann natürlich auch täuschen. Nee, das ist schon schwächer verteilt. Die Manka. Ich weiß natürlich nicht, wie lichtschwach die GoPro das einfangen kann. Aber die zappt jetzt gleich mal runter, weil der Turbo zu viel wird. Und jetzt nochmal die V7s im Vergleich dazu. Ha ja. Wesentlich heller und größere Reichweite. Und das mit über 1000 Lumen Unterschied auf dem Papier. Also da sieht man wieder mal das auf dem Papier. Das hat doch mal rein gar nichts zu bedeuten. Nehmt die Lampen, geht raus, probiert sie in stockdunkel. Und hier haben wir jetzt sogar noch schlechtes Verhältnisse durch den Nebel. Hammer. Also wesentlich stärker. So, haben wir noch eine dabei. Ich habe noch die neue Olight in der Hosentasche. Moment, andere Tasche. Alles voller Taschenlampen hier. So. Schwacher Modus. Mittlerer. Hoher. Doppelklick Turbo. Okay, die ist noch eine Nummer stärker. Da geht ganz schön was. Mit den 1020 Lumen und 18650er XML2. Okay.
Die ist ganz ordentlich hell. Aber die V7s mit den 336 Lumen und zwei Doppel-A überrascht mich doch wirklich positiv. Da kann die Manka echt abstinken dagegen. Low, Middle, High, Low, Middle, High, Turbo. Ja, die neue Olight S2 Airbaton. Tolles, cooles EDC-Lämpchen. So, aber nochmal die V7s. Also wirklich ein klasse Licht, denn die LED ist nicht alles. Auch noch der Reflektor ist natürlich ausschlaggebend. Ne? Ne? Schwacher Modus reicht gerade nur so, um sich zu orientieren. Und starker Modus hat ganz schön Power für eine Doppel-A-Lösung. Wow. Klasse Sache. Muss sagen, bin zu hell positiv überrascht von der Quark. Muss mal hier ein wenig leuchten, dass ich sehe, wo ich laufe. Bin echt positiv überrascht von der Quark, was diese Lampe hier an Licht bringt, trotz Nebel. Mit Doppel-A-Lösung. 1A. Ja, mal gucken, ob die Kids fertig sind. Boah, klasse, die gefällt mir immer besser. Die. Naja, wird ja auch von Olight hergestellt, ne? Cool, coole Geschichte, ne? Jetzt machen wir hier nochmal unseren Alarm an. Cool. Jetzt kommt den Autokofferraum für den Fall der Fälle. Hat man hier mal Alarmlicht. Okay, Leute. Ich sage danke fürs Reinzappen, Bewerten, Kommentieren und ciao. Bis zum nächsten Mal. Und immer schön Taschenlampe einstecken. Ne? Bye, bye. Macht's gut.